Der Abend kommt und der Ajaxerle noch nicht. Wäre ich nicht die Zufriedenheit selbst, ich würde ihr schon nicht mehr angehören. Wo nur der unglückselige Magier bleibt. Ich habe gemeint, er ist in diesem Palast. In jedes Zimmer habe ich gesehen. Dieser Salon ist der letzte. Psst, psst, verzeihe Sie. Sind Sie die Zufriedenheit? Ja, mein Herr. Wie kommen denn Sie in den Ofen? Warte Sie, ich komme gleich. Bitschili, Butschili, Frieseli, Sauf, Efele, Efele, tu dich geschwind auf! Ich habe mich hereingezaubert und da sitze ich schon über eine halbe Stunde im Ofen drin und darf Sie passen. Endlich einmal, Sie sind doch... Freilich, ja, ich bin der Magier Ajaxerle. Ein schönes Kompliment von den Geistern. Und der Fischer Karl hat von dem Spitzbube, dem Hass, einen Ring bekommen, der ihn so reich macht. Und sie solle alles aufbieten, dass er ihn wegwerfen tut. Und dann solle sie die zwei Leute gleich vermählen, sonst ist alles verloren. Sein Reichtum tut nur so lange dauern, als er den Ring am Finger hat. Kurz, wenn sie die Geister brauchen sollte, so möchte sie da die bunte Schnurperle voneinander reißen. Da sind 12 Geister angefädelt, die werden alles vollbringen. Da, nehmen Sie. Danke, aber warum haben Sie uns denn nicht abgeholt? Ja, weil ich mich verschlafen habe. Wie ich über die Stiegen rauf bin, da ist mir einer mit einem Prügel nachgelaufen und da bin ich geschwind in den Ofen reingeschlupft und bin immer raus. Ich habe mir gedacht, sie müsse schon zufälligerweise vorbeikommen. Karl kommt. Machen Sie, dass Sie fortkommen. Und die Geister sollen in der Nähe sein. Ja, wie komme ich denn da raus? Ja, wissen Sie was? Ich gehe wieder rein in den Ofen und verwandle mich drin in einen Ofenruss. In einer halben Stunde kommt der Rauffangkehrer und kehrt mich wieder raus. Endlich ist er fort. Er kommt, da sie hinaus beim Fenster. Ach, Karl. Weg, du verdirbst alles. Komm in den Alkoven, da kann man uns nicht sehen. Bitte, Ihre Gnaden, es ist alles besorgt. Wer waren die Mädchen, welche hier am Fenster standen? Warum sind sie entflohen? Sprich. Sie haben sich für höchstere Verwandten ausgegeben. Mir sagt mein Herz, sie ist's. Suche sie, ich will sie sehen. Schnell. Ja, ja. Nur erlauben mir Ihre Gnaden vorher, Sie noch einmal zu warnen, diesen Ring ja nicht abzulegen, wenn Sie nicht mit ihm Ihre Geliebte und Ihren Reichtum auf immer verlieren wollen. Besorge es nicht. Er macht mich klug. Doch fort und komme nicht ohne die Mädchen zurück, das rate ich dir. Ich bringe sie, verdammte Weiber. Sofort, Ihre Gnaden! Nein, die Erscheinung hat mich nicht getäuscht. Als ich verzweiflungsvoll den leeren Platz betrachtete, wo gestern Wurzels Haus noch stand, da füllte sich die Luft mit Dampf und aus einer Rauchwolke von echten Knaster trat, meinem Diener unsichtbar, ein Geist in ungarischer Kleidung, der mir befahl, ich möchte schnell nach Hause reisen, wo mein Lottchen mich erwartet, um heute noch mein Weib zu werden. Und er hat wahr gesprochen. Ich habe sie erkannt. Es ist mein Lottchen. Ja, sie ist es. Lottchen! Karl! Haltet! Was soll das? Karl! Aus meinen Händen nur kannst du dein Lottchen erhalten. Der Bauer hat sie nur erzogen. Ich bin die Bevollmächtigte ihrer Mutter. Und wenn du deinem Reichtum nicht entsagst, wirst du sie nicht erhalten. Wie? Ich sollte wieder ein elender Fischer werden, da ich sie jetzt glücklich machen kann? Du bist ein böser Geist, der mir mein Glück entreißen will. Fort von mir! Lottchen, alles ist zur Vermählung bereitet. Ich habe jahrelang um dich gelitten. Kannst du mich verlassen? Nein. Nein, das kann ich nicht. Verzeih mir, teure Freundin, aber mein Karl ist mir das Teuerste auf dieser Welt. Ich folge ihm. Du gehst in dein Unglück. Sei es auch. Es geschieht für ihn. So zerreiße ich die Perlenschnur. Geister, sendet eure Macht. Zu kurz ist da, Pustorius Magias Varastin zu dienen. Da habe ich kleine Windbüchsen, sein 12 Geister darinnen, wie ich losschieß, fort einer nach dem anderen heraus. Du Beutasch, wirst parieren oder nicht? Was ist dir lieber, Geld oder Madel? Ich will beides. Das glaub ich gern. So Narren gäb's mehr. Nix da, kannst nur eins haben. Karl, gib mir den Ring, den du am Finger trägst, und ich bürge dir für dein Glück. Nein!
so berühre ich mit diesem Zauberstab ihr Herz. Ah. Nimm sie hin. Komm, Lottchen. Ich kann dir nicht folgen. Fort von mir. Ich liebe dich nicht mehr. Ich hasse dich. Wie? Sprichst du ihr? Mich? Deinen Karl? Fort, ich kann den Ring nicht sehen. Weh mir. Sie ist bezaubert. Ja, ich habe sie bezaubert. Solange sie lebt, wird sie keinen lieben, der auch nur einen Edelstein besitzt. Und beim Anblick eines jeden Brillanten wird sie ohnmächtig zu Boden stürzen. Wirf den Ring von dir, wenn du sie erhalten willst, oder ich entziehe sie auf immer deinen Augen. Was geht hier vor? Zurück von ihm, Weib, oder ich vernichte dich. Kennst du den Hass? Nein, denn ich bin die Zufriedenheit. Oh, pardonnez, mademoiselle, je suis désarmé. Karl, du siehst unsere Macht. Zum letzten Mal rufe ich dir zu, wirf den Ring von dir, oder du siehst sie nie wieder. Du zauderst? Wohlan? Lebe wohl! Haltet ein! Und wenn die Welt am Finger glänzte, ohne sie gilt sie mir nichts. Fort mit dem Ring! Verwünschtes Weibervolk! Du bist mein. Seht, der Palast ist verschwunden. Ihr seid wieder bei eurer Fischerhütte. Anoschen. Wer ist das? Anoschen. Der bestrafte Fortunatus. Oh, ich segne euch. Ich segne euch. Vater. Und Hymen soll euch verbinden. Auf ewig. Viva Lacrimosa! Viva! 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 Dank euch, meine Lieben. Ich bin glücklich. Ist gerne geschehen. Schaffen's ein anderes Mal wieder. Lottchen, dies ist deine Mutter. An mein Herz, mein Kind. Fortunatus Wurzel. Du hast gebüßt. Sei, was du stets hättest bleiben sollen. Jetzt bin ich wieder in meinem Element. Ich bin um 50 Jahre jünger. Meine Schönheit war im Versatzamt. Jetzt haben sie mich ausgelöst. Der Schneckenhändler ist da. Was du geschworen hast, ist geschehen. Jetzt sind wir wieder gute Freund. Punktum. Ja. Brillanten darf ich dir nicht zum Brautschatz geben. Nein, nein, nicht. Aber das schönste Fischergut mit ewig reichem Fang sei dein. Stets bleibt euch die Liebe eurer Mutter. Und die Freundschaft der Zufriedenheit. Ja, was denn, bitteschön? Sie sind die Zufriedenheit? Ja. Ah, da lassen wir ihn heute nicht mehr aus.